Also, schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen auch zu Hause an die Facebook-Gemeinde hier zur Podiumsdiskussion beim Ethik- und KI-Kongress in Tübingen. Wir haben schon den ganzen Tag über ethische Herausforderungen bei künstlicher Intelligenz gesprochen und wollen heute Abend noch einmal darüber sprechen, wie diskutieren wir eigentlich tatsächlich ethische Fragen heute, gerade in Zeiten, wo sich der technische Wandel so rasant vollzieht und im Grunde keiner so recht mehr den Überblick hat. Oder vielleicht doch. Ich habe mir dazu vier Gäste heute Abend eingeladen und diese vier Gäste diskutieren heute mit uns. Ganz links auf dem Stuhl, unser erster Gast, der hatte für ein Kinderbuch mit einem kleinen Ferkel bereits eine Untersuchung wegen jugendgefährdender Schriften am Hals. Er dürfte ein Frank Zappa Musical wegen Gotteslästerung nicht aufführen und er plädiert heute als Philosoph und als Vorstandssprecher der Giordano Bruno Stiftung trotzdem oder gerade deswegen auch für eine gelassene, für eine vernünftige und manchmal vielleicht auch humorvolle Welthaltung. Die größte Gefahr, sagt er zum Beispiel, für die meisten von uns ist nicht, dass wir hohe Ziele anstreben und sie verfehlen, sondern dass wir uns zu niedrige setzen und sie erreichen. Oder von ihm stammt auch dieser schöne Satz, immerhin hat die Evolution Jahrmilliarden gebraucht, um ein Wesen hervorzubringen, das in der Lage ist, den evolutionären Prozess zu durchschauen. Schon allein deshalb wäre es doch schade um uns, würden wir vorzeitig von der Bühne des Lebens abtreten. Mit solchen Sätzen, meine Damen und Herren, hat er 250.000 Bücher verkauft. Er weiß also, wie man die Öffentlichkeit erreicht und deswegen freuen wir uns, dass er heute gekommen ist. Michael Schmidt-Salomon, herzlich willkommen. Dann, meine Damen und Herren, der zweite Gast direkt neben Herrn Michael Schmidt-Salomon, den kennen Sie hier im Saal hoffentlich noch von heute Morgen. Für Sie zu Hause stelle ich ihn aber gerne noch mal vor. Heute Morgen hat er das Wort hier ganz alleine ergriffen, jetzt kriegt er noch ein paar warme Worte. Mit Ethik kennt sich nämlich dieser Mann auch aus. Technikethik und Technikfolgenabschätzung an der OTH Regensburg, das ist sein Spezialgebiet. Als Wissenschaftler kann er am besten einschätzen, ob eine neue Technologie Chance, Bedrohung oder beides zugleich ist. Und dabei, meine Damen und Herren, wird er manchmal auch selbst zu einer Gefahr, wenn er den Fernsehphilosophen Richard David Precht sieht und ihm dann nämlich die Haare zu Berge stehen, weil Richard David Precht neuerdings das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz für sich entdeckt hat. Precht, meine Damen und Herren, sagt er, ist das Schlimmste, was der Debatte passieren kann. Und da stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien wir als Laien eigentlich das Gefahrenpotenzial der neuen technischen Möglichkeiten und im Grunde auch das Gefahrenpotenzial von Richard David Precht einschätzen müssen. Meine Damen und Herren, welche Antwort er hat, werden wir erfahren. Begrüßen Sie bitte nochmal Professor Dr. Carsten Weber. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen Zivilprozess am Hals. Dann, meine Damen und Herren, haben wir den dritten Gast in der Runde. Den kennen Sie hier im Saal auch schon von heute Morgen und auch dort hat er das Wort ganz alleine ergriffen und bekommt jetzt noch mal ein paar warme Worte. Er ist der Geschäftsführer des Weltethos-Institutes und er ist vor allem Fachmann im Bereich der Finanzethik. Er ist es, der die Menschen aktiv anspricht auf ethische Fragen in der Wirtschaft und er sagt zum Beispiel, einen Satz höre ich immer wieder, das würde ich gerne vorantreiben, aber zunächst muss ich mich doch um den Umsatz kümmern. Wie man trotzdem erfolgreich auf ethische Fragestellungen pocht und vor allen Dingen, wie man gierige Banker am Ende in gute Geldgeber wandelt, das wird er uns gleich näher erläutern. Begrüßen Sie bitte nochmal Dr. Bernd Villauer. Und dann, meine Damen und Herren, der Held heute Abend in der Runde für Sie zu Hause. Sie wissen das doch gar nicht, die Journalistin, die hier ursprünglich sitzen sollte, musste heute Morgen kurzfristig absagen. Und dafür haben wir diesen Ersatz gefunden, denn dieser Mann, der ist heute, er ist ein Experte im Bereich autonomes Fahren und er ist heute schon mal lieber nicht mit dem Auto gefahren, sondern hat dann doch lieber die Bahn genommen. Er arbeitet im Bereich Robotrecht am Lehrstuhl von Professor Hilkendorf in der Universität Würzburg und der Professor Hilkendorf wiederum, der saß in der Ethikkommission der Bundesregierung zum Thema autonomes Fahren. Begrüßen Sie also ganz herzlich Nicolas Woltmann. Herr Woltmann, mit Ihnen fangen wir an. Gleich frech rein ins Vergnügen. Sie kennen sich in der rechtlichen Debatte bei ethischen Fragen aus. Wie läuft es da gerade? Wie ist die Entwicklung?
Naja, also die meisten von Ihnen werden ja mit Sicherheit schon gehört haben von dem Bericht der Ethikkommission betreffend das autonome Fahren. Das ist nun ein sehr spezifischer Bereich der KI, wenn man so will, oder im weiteren Sinne der künstlichen Intelligenz. Ja, ganz allgemein werden sich natürlich da auch viele Gedanken gemacht in dem Bereich KI. Ich glaube, wir haben da eine große Chance derzeit als Rechtswissenschaftler irgendwie Bereiche schon vorzudenken heute, die vielleicht in der Zukunft noch auf uns zukommen. Und also was derzeit sehr stark, also vor allem natürlich das autonome Fahren wird sehr stark diskutiert zurzeit. Des Weiteren aber auch allgemein die Haftung für autonome Systeme insgesamt über das autonome Fahren hinaus. Nehmen Sie es mal mit, diese Ethikkommission, da kommen ganz verschiedene Leute zusammen und versuchen am Ende so ein Papier zusammenzustellen, was dann sozusagen ein offizieller Bericht der Bundesregierung auch wird. Wie funktioniert sowas? Wie findet man solche Regeln? Wie findet man solche Regeln? Ja, Sie haben es schon angesprochen, es sind Vertreter aus ganz unterschiedlichen akademischen und nicht akademischen Disziplinen. Also wir haben ganz viele Rechtswissenschaftler dabei, Sozial-, Geisteswissenschaftler, Verkehrsexperten, Technikfolgenabschätzungsexperten. Wir hatten auch einen Weihbischof in dieser Ethikkommission beispielsweise. Also wirklich Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Und im Fall dieses Berichts war es nun so, dass verschiedene Arbeitsgruppen gebildet wurden. Beispielsweise betreffend den Datenschutz, betreffend der Unvermeidbarkeit bestimmter Schadenssituationen, Schnittstelle Mensch-Robotik. Und jeder dieser Experten, die dort reinberufen werden, gehört einer Arbeitsgruppe an. 6 waren es an der Zahl in dem Fall. Und erarbeiten dort für ihre jeweilige Disziplin bestimmte Grundregeln, auf die sie sich einigen können. Sachen, auf die man sich nicht einigen kann, werden unter Umständen auch als noch offen aufgenommen in dieses Regelwerk. Und am Schluss ist in dem Fall eben ein Gesamtkonstrukt aus 20 Ethikregeln zustande gekommen. Jetzt, wo Ihr Chef heute nicht da ist, glauben Sie, das hat funktioniert? Naja, also wir hatten das heute Vormittag ja schon sehr kritisch hinterfragt, diesen Bericht und auch in dem Workshop im Übrigen. Das ist natürlich eine Frage, ob das jetzt zu langsam geht oder nicht. Da kann man geteilter Meinung sein. Also grundsätzlich kann ich jetzt fürs Recht natürlich sprechen, dass sich der gesellschaftlichen Diskussion ja immer anpasst oder nachfolgt. Ja, wie gesagt, also da ist man, glaube ich, sehr unterschiedlicher Meinung, auch die Experten, ob diese Regeln, die dort aufgestellt wurden, letzten Endes so viel Aufschluss gebracht haben. Denn viele Sachen wurden offen gelassen, aber ich glaube, es bildet in diesen 20 Regeln doch auf engem Raum doch eine ganz gute Bandbreite ab aller Probleme, mit denen wir uns befassen müssen. Also das glaube ich tatsächlich, dass dort viele Probleme genannt sind. Herr Professor Weber, wie kann das denn sein, dass sich 20 Experten zusammenfinden und über das autonome Fahren diskutieren, über ethische Regeln festlegen, obwohl es das autonome Fahren vorher schon längst gab, diese Entwicklung halt nur immer größer wird? Also hat die Wissenschaft diesen Prozess da schlicht verschlafen? Naja, also das autonome Fahren, so wie wir jetzt darüber sprechen, gab es eher als Vision, nicht als Realität. Natürlich konnte man auch schon, gibt, glaube ich, sogar bei YouTube ein Video dafür, gab auch schon in den 80er oder 90er Jahren Fahrzeuge, die im Prinzip in übersichtlichen Situationen, nämlich auf der Autobahn, führerlos fahren konnten. Aber auch da musste natürlich immer eine Möglichkeit des Gefahrenübergangs an einen Menschen da sein. Insofern glaube ich nicht, dass das jetzt eine nachholende Diskussion ist, aber man kann schon die Bemerkung, glaube ich, treffen, dass angesichts der Tatsache, dass eben teilassistiertes Fahren bereits existiert, hochautomatisiertes und vollautomatisiertes Fahren im Prinzip denkbar wäre, dass das so ziemlich zum letztmöglichsten Zeitpunkt die Diskussion war, um überhaupt noch Regeln zu entwickeln, die eben auch ethisch informiert sind. Ich persönlich muss allerdings gestehen, dass ich über das Ergebnis nicht so glücklich bin. Warum nicht?
Naja, also zum Beispiel die wahnsinnige Konzentration auf das Trolley-Problem, also dieses, was ich ja auch kurz in meinem Vortrag angesprochen habe, fahre ich die Person um oder fahre ich jede Person um, scheint mir einfach eigentlich, wenn man bedenkt, dass die Maschine ja dann eigentlich keine Entscheidungsmöglichkeit mehr hat, einfach ein Scheinproblem, weil es kein ethisches Dilemma ist mehr. Und B, denke ich dann, wenn in dem Augenblick, wo man eben die Technik über die Technik nachdenkt und in ihre ethischen Fragen, dann darf man nicht von der gegebenen Technik ausgehen, die etwas nicht kann, sondern man müsste ethische Anforderungen an eine Technik stellen, die dann zu entwickeln wäre. Und jetzt im Nachgang Regeln zu entwickeln für Technik, die es schon gibt und die man dann irgendwie legitimieren möchte, das scheint mir zu kurz gesprungen. Salomon, Sie nicken ganz heftig. Ja, das ist das Grundproblem, dass wir häufig nur reagieren in der Ethik und nicht agieren, also nicht vorgeben. Und man muss sagen, also es war wirklich zum allerletzten Zeitpunkt, aber in anderen Bereichen ist es ja noch viel schlimmer. Ja, es ist halt so, dass wir eine starke Automobilindustrie in Deutschland haben, deswegen ist darüber schon viel diskutiert worden. Aber beispielsweise darüber, wie werden Daten genutzt, ja, und wie werden die ausgewertet, wie geht man mit der Videoüberwachung um, ja, und den Bilderkennungssystemen, da gibt es fast noch gar nichts, obwohl wir da schon sehr weit sind. Also es ist wirklich die höchste Zeit jetzt, dass wir anfangen, ethische Systeme oder Regelentwürfe, Lösungen zu entwickeln und gewissermaßen vorzuschreiben, wie die technischen Systeme dann auszusehen haben. Aber wir dürfen nicht dauernd nur reagieren, wir müssen agieren. Aber wie kann das, bevor wir zur Frage kommen, ob 20 Leute die Fragen von Schuld und Verantwortung klären können, wie kann das denn tatsächlich sein, dass die Ethik da immer nur reagiert? Also wer hat denn da tatsächlich am Ende geschlafen? Naja, es ist so, dass ich bin ja Philosoph und komme insofern aus diesem Stall, aber es ist so, dass lange Zeit Philosophie darin bestand, dass man gewissermaßen Philosophie-Verwaltungsbeamte ausgebildet hat. Das sind große Spezialisten dafür, was andere gedacht haben. Ich finde es wichtig, dass man weiß, man muss sich beschäftigen mit der Geschichte, mit theoretischen Ansätzen und alles. Das will ich gar nicht in Mitleidenschaft oder in Frage stellen. Die Frage ist nur, wo ist unser Fokus? Also die Lehrstühle für praktische Ethik sind erst in den letzten Jahren eigentlich entstanden in Deutschland. Wir haben immer noch relativ wenig. Das heißt, und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass gerade die Geistes- und Sozialwissenschaften eher problemorientiert sind als lösungsorientiert. Wenn ich ein Problem habe, kann ich wahrscheinlich noch lange das Drittmittelprojekt haben. Sobald ich die Lösung gefunden habe für das Problem, ist mein Geld wahrscheinlich weg. Also ich denke, es gibt quasi im Sozialsystem der Wissenschaft und gerade der Geistes- und Sozialwissenschaften Hürden, die da eingebaut sind, die möglicherweise verhindert haben, dass wir die wirklich relevanten Fragen rechtzeitig gestellt haben, weil es eben für viele eher einen Karriereschub bedeutet, wenn sie sich auf ein Thema spezialisieren, das niemanden interessiert und das in der Sprache behandeln, die niemand versteht. Herr Fehlauer, ja, ein Satz noch. Sie wollten noch was sagen. Ja, er stimmt mir dazu. Vielleicht will ich deswegen mal Richard David Precht mal ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Wir stehen in vielen Punkten nicht miteinander überein. Ich kann auch verstehen, warum er das gesagt hat. Aber ich finde es wichtig, dass er diese Philosophie befreit hat aus diesem Elfenbeinturm. Denn ich denke, die Probleme, die letztlich alle angehen, müssen auch von allen verstanden werden. Und deswegen sollten wir Philosophen und Philosophinnen dazu trainieren, dass sie eine Sprache verstehen, die Menschen in dieser Gesellschaft auch verstehen. Denn bisher ist Wissenschaftssprache quasi die Perversion der Aufklärung. Sie führt die Menschen nicht aus der Unmündigkeit heraus, sondern in die Unmündigkeit hinein, weil wir Sprachspiele spielen, die gewährleisten, dass nur ganz wenige bei diesem Spiel mitspielen können. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern in die Zukunft. Ich nehme den Punkt von Herrn Schmidt-Salomon, den vorigen, nochmal auf und frage Sie. Sie sind Geschäftsführer. Welche kritischen Fragen dürfen Sie gegenüber Bankern nicht stellen? Ja, also, wo soll ich da anfangen?
sagen wir mal so, ich versuche meistens erstmal unkritische Fragen zu stellen, ne? Weil ich mich natürlich gerne beliebt machen möchte und weil man gerne ins Gespräch kommen möchte. Und insofern beginnt man erstmal ein bisschen was zu lernen. Was tun die Leute, wie denken sie, wie ticken sie, was sind ihre Strategien und so weiter. Ja? Also wenn ich gleich sage, warum seid ihr eigentlich so schlecht, ja, dann wird irgendwie ist keine gute Stimmung. Ja? Es gibt natürlich Fragen, die man deshalb nicht stellt, nicht weil man Angst hat, weil wir sind hier ein unabhängiges Institut, ich muss vor keinem Angst haben, sondern weil man es nicht wirklich im Fokus hat. Und deswegen würde ich das nochmal aufgreifen, die Systeme Wissenschaft und Wirtschaft zum Beispiel, also für den Bereich kann ich ein bisschen was sagen, die sind ja nicht nur von herzlichem gegenseitigem Desinteresse geprägt, sondern auch von ungeheuer unterschiedlichen Sprachspielen und rhetorischen Strategien. Ja? Und wenn wir ein Problem beleuchten und versuchen zu verstehen als Wirtschaftsethiker, dann heißt das noch lange nicht, dass in der Wirtschaft irgendwie auch nur verstanden wird, was wir unter bestimmten Begriffen meinen. Ja? Also wenn wir hier über bestimmte Anwendungen künstlicher Intelligenz reden, reden wir in einem Jargon und auf eine Weise, ja, die dann zum Teil im Wirtschaftssinn gar nicht verstanden wird. Ja? Und ich finde, wir haben alle die Aufgabe, da Übersetzungen zu leisten. So eine Veranstaltung wie die hier macht ja genau das, weil ich sehe hier Wissenschaftler, ich sehe hier Praktiker, ich sehe hier ganz verschiedene Leute. Und das Tolle ist dann, wenn es zu so einem produktiven Missverständnis kommt. Ich sage, du hast da gerade was gesagt, was ist das eigentlich genau in Ihrem Kontext? Ja, in meinem Kontext bedeutet das Folgendes. Ja? Und ich denke, da muss man sich auch zu einem komplexen Problem wie künstliche Intelligenz langsam annähern, indem wir uns klar machen, du meinst das, ich meine das und da gibt es irgendwie Schnittstellen, Übereinstimmung und so weiter. Und für den Bankbereich würde ich sagen, man kann die Leute immer dann ins Gespräch ziehen, wenn man zeigt, man ist ernsthaft interessiert an dem, was sie machen. Ja? Also Wirtschaftsethiker haben zwei Eigenschaften, sie kommen immer zu spät und sie sitzen auf einem sehr hohen Ross. Ja? Also sie betrachten die Probleme, wenn es 10 Jahre vorbei ist. Die Eule der Minerva mit sehr lahmen Flügeln fliegt dann irgendwann los und stürzt meistens ab. Ja? Und das Zweite ist, man weiß ganz genau, was richtig und falsch ist. Ja? Und das ist keine gute Grundlage, finde ich. Aber mal ganz praktisch, Sie machen das ja regelmäßig. Sie gehen zu den Banken oder die Banken kommen zu Ihnen und dann findet eine ethische Beratung statt. Worüber reden Sie da? Ja, am besten über das, worüber die auch tatsächlich reden wollen. Ne? Ich meine, die Banken sind ja heutzutage nicht in der Position, dass sie also mit unbegrenzter Machtfülle und enormen Zukunftschancen hier mit stolzgeschwellter Brust reinkommen, sondern deren Geschäftsmodell ist durch Niedrigzins und andere Entwicklungen extrem gefährdet. Ja? Die haben Existenzprobleme zum Teil, die haben Schwierigkeiten. Und da mal anzusetzen und zu sagen, was ist denn eigentlich eure strategische Antwort auf solche Schwierigkeiten? Wie wollt ihr euch langfristig aufstellen? Habt ihr schon mal daran gedacht, dass Kunden zum Beispiel auch gerne darüber Bescheid wissen wollen, was passiert mit meinem Geld? Wo arbeitet es eigentlich? Ja? Wird es jetzt in Landminen oder in ökologische Landwirtschaft investiert? Solche Dinge. Oder wie geht ihr mit euren Mitarbeitern um? Wie bindet ihr die? Wie baut ihr Teams auf? Sowas. Ja? Das kann man wunderbar mit den Fragen verbinden, die den Leuten wirklich auf den Nägeln brennen. Und so würde ich ein Gespräch aufbauen und das ist, glaube ich, sinnvoll. Sind Sie am Ende für den Banker, der zuhört, das gute Gewissen? Ja, also im Gewissen schon. Manchmal ein gutes, manchmal ein schlechtes. Also was ich nicht sein möchte, ist der Beichtvater, ja, bei dem man irgendwelche Sachen ablädt und dann sagt er, gehe hin und handle in Zukunft richtig oder so. Sondern was ich eigentlich eher sein würde, möchte, ist sowas wie ein Berater, der tatsächlich auch auf die Punkte hinweist, die, sagen wir mal, bisher noch nicht so im Blick waren. Ne? Also die aus seinen Problemen resultieren, wo er selbst aber dachte, Mensch, ja, genau, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja? Und wenn man dann, sagen wir mal, faires moralisches Verhalten in der Wirtschaft befördern kann, dann ist es ein schöner Effekt. Aber wenn Sie regelmäßig mit Bankern reden, dann müssten Sie doch jedes Mal im Börsenbericht in den Nachrichten heulen. Wieso? Weil der Börsenbericht in den Nachrichten relativ wenig mit dem zu tun hat, was Sie an ethischen Dingen dann in Ihren Beratungen vermitteln. Ja, gelegentlich werden ja auch gute Geschäfte belohnt. Das gibt's schon. Ja? Also darauf fokussieren wir natürlich ein bisschen. Wir zeigen natürlich, also es gibt Geschäftsmodelle, schaut mal hin, damit könnt ihr langfristig auch ganz gut fahren. Es gibt zum Beispiel einen enormen Trend zum ethischen Banking, ne? Das ist eindeutig. Ja? Also die Banken, die gerade richtig gut Zulauf haben, ne? Ich nenne jetzt mal keine Namen hier, aber die haben gezeigt, dass man eben langfristig Geschäfte aufbauen kann, Vertrauen schaffen kann. Und insofern sage ich, manchmal rechnet es sich wirklich auch auf die moralische Seite zu schauen. Ja? Glauben Sie, dass diese Regeln, die jetzt gefunden worden sind von den 20 Experten, tatsächlich dieses Vertrauen schaffen können in autonome Autos? Sagen wir mal so, also Sie können bestimmt nicht ein Jahrzehnte oder Jahrhunderte altes Problem lösen von Schuld oder Nicht-Schuld. Also Sie sind aber, denke ich, schon in der Lage, bestimmte gesellschaftliche Strukturen, also strukturell wiederzugeben in dieser Gruppe und sich diesen Problemen anzunähern aus unterschiedlichen Perspektiven. Also das glaube ich schon. Nur
Ja, also die Frage ist, diese Fixierung auf dieses Trolley-Problem, was Sie angesprochen haben, die ist nun mal etwas, die Gesellschaft, also die in der Zivilgesellschaft zumindest eine überragende Bedeutung hat, die Frage in der Diskussion. Weil sie als solche dargestellt wird. Weil sie als solche dargestellt wird. Mit Sicherheit stimmen wir auch vollkommen überein, da bin ich derselben Meinung wie Sie. Und von daher lohnt sich da die Diskussion, glaube ich, schon. Also, ich denke ja. Welche Fragen würden Sie denn gerne diskutiert haben wollen, gerade in Sachen autonomes Fahren? Naja, ich muss vielleicht ein bisschen ausgreifen. Ich war vor 2 Wochen bei der IG Metall in Regensburg und die baten mich, ein bisschen was zu Akzeptanzfragen des autonomen Fahrens zu erzählen. Der Titel war mir vorgegeben, wobei autonomes Fahren an sich eigentlich ein ziemlich vager Begriff ist, der in der Technik viel detaillierter ausbuchstabiert wird, aber das ist ein anderes Detail. Aber da war dann eben schon zu erkennen, dass gerade aus Sicht der Verantwortlichen in der Automobilindustrie, auch bei den Gewerkschaftsfunktionären, schon das Wissen eigentlich da ist, dass wenn man es wirklich ernst nehmen meinen würde mit dem autonomen Fahren, also dass wir dann wirklich nicht mehr am Steuer sitzen, dass dann das natürlich erhebliche Systemfragen aufwirft. Nämlich dann sind erstens viele Werbesprüche einfach sinnlos, Freude am Fahren funktioniert dann einfach nicht mehr. Und dann verändert sich das, die Mobilität also im Kopf und in der Realität. Und damit verändert sich massiv das Geschäft. Und dann wäre eben eigentlich im Grundsatz wirft die Diskussion um autonomes Fahren die gesamtgesellschaftliche Frage auf, wie Menschen in Zukunft mobil sein wollen und ob das wirklich noch weiterhin Individualmobilität sein muss. Und angesichts der vielen Probleme, vor denen wir stehen, da will ich gar nicht den Klimawandel bemühen, sondern einfach nur die Verstopfung der Innenstädte von so schönen Städten wie Regensburg oder eben Tübingen hier, wäre das mal echt was beantwortet werden müsste. Das scheint mir nicht wirklich im Vordergrund zu stehen, sondern es wird über dieses wirklich dumme Problem des Trolley-Problems gesprochen. Vielleicht noch mit einer Frage jetzt, nämlich die Frage, wer soll eigentlich diese Vision entwerfen? Aber erstmal Sie, Herr Fellow. Ich wollte nur sagen, das deckt sich mit meinen Erfahrungen, dass man zum Teil ein bisschen sehr stark auf so Dilemmasituationen und sowas sich konzentriert. Ja, also ich habe ja auch Philosophie studiert, neben den Wirtschaftssachen und habe irgendwie dann diskutiert, irgendwie eine Seminarstunde lang über die Frage, wenn dir eine private Stiftung 10 Millionen geben würde, würdest du dann ein Kind erschießen? Ja? Das sind Situationen, die kommen wir relativ selten. Ja? Und deswegen, also so diese Idee, man muss alles auf solche Extremsituationen irgendwie zuschneiden und dann diskutieren wir daran, das ist so typisch, finde ich, für einen bestimmten Zugang. Wir sollten wirklich mehr darüber reden, wie Sie sagen, wie wollen wir leben? Wie soll die Situation sein, in der wir uns befinden wollen? Und was brauchen wir dazu an Voraussetzungen? Anstatt dieser ganzen intellektuellen Kammer Stücke, die da aufgeführt werden. Ja. Aber das sind diese philosophischen Gedankenexperimente. Die Philosophen waren so glücklich, dass sie auch mal Experimente haben, dass sie gewissermaßen überall jedes Problem dann mit einem philosophischen Gedankenexperiment veranschaulichen müssen, das aber in der Realität überhaupt keine Bedeutung hat. Ja, und das ist dann wirklich schwierig. Zumal eigentlich die eigentliche Frage, die interessante Frage ja ist, und da kann man jetzt wieder das Trolley-Phänomen nehmen und was Mercedes-Benz dann gesagt hat. Wir sind gewissen auf der Seite unseres Kunden. Natürlich würde da auch niemand in ein Auto einsteigen wollen, dass die ethisch gerechtfertigte Entscheidung, also utilitaristisch ethisch gerechtfertigte Entscheidung trifft, lieber stirbst du, lieber Autofahrer, als 2 andere. Ja, ich meine, die entscheidende Frage der Ethik, oder vielleicht die, ich würde sagen, eigentlich die entscheidende Frage der Ethik besteht nicht darin, was ist eigentlich die richtige Entscheidung in der gegebenen Situation, sondern wie können wir schaffen, dass in einem System diese Regeln, die wir als vernünftig erachten, auch tatsächlich von den Menschen akzeptiert werden. Denn wir wissen, die Ideen haben sich in der Menschheitsgeschichte nicht durchgesetzt, weil sie vernünftig sind, sondern weil sie Interessen bedient haben. Und deswegen müssen wir uns wirklich mit den realen Interessen von realen Menschen beschäftigen und nicht mit irgendwelchen konstruierten Gedankenexperimenten, die in der Realität keine Bedeutung haben. Aber dann nochmal, dann wäre es ja im Grunde die Politik, die diese Version, die diese Erklärung sozusagen abgeben müsste, aber jetzt im aktuellen Bundestagswahlkampf zum Beispiel, gab es keinen, der mal erklärt hat, wie jetzt die nächsten Jahre aussehen sollen, tatsächlich, oder so eine Vision entworfen hat.
Ja, also es ist ohnehin das große Problem und darüber sollten wir vielleicht auch sprechen. Also ich glaube, dass wir uns hier in dem Raum relativ gut einigen können auf ethische Verfahrensweisen für reale Konflikte. Ja? Darum geht es ja letztlich in der Ethik. Wie finde ich eine faire Lösung für alle Beteiligten? Ich glaube, dass man sich relativ gut darauf einigen kann. Und das habe ich schon öfter erlebt bei anderen Themen als KI. Beispielsweise bei der Sterbehilfedebatte war es sehr, sehr deutlich. Da waren 80% oder noch mehr der Bevölkerung wollten eine Liberalisierung haben. Fast jeder Ethiker hat gesagt, wir brauchen eine Liberalisierung. Alle Strafrechtler haben es gesagt, Hildendorf zählt ja auch dazu. Man kann sowas ja gar nicht verbieten, den assistierten Suizid, weil es rechtsunlogisch ist. Und trotzdem hat der Bundestag gegen alle Experten, gegen alle ethischen Konzeptionen, ziehen wir mal ein paar Theologen ab, aber also die Berufsethiker, und gegen also die Interessen der Bevölkerung, gegen das eindeutige Votum aller Strafrechtslehrer ein Gesetz verabschiedet, das komplett das Gegenteil gemacht hat. Statt einer Liberalisierung hatten wir eine Kriminalisierung der Sterbehilfe, dieser Form von Sterbehilfe. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass tatsächlich eben bestimmte Lobbygruppen einen größeren Einfluss haben. Und ich denke, darüber müssen wir diskutieren, dass das Politik der Geschäft, das Geschäft der Politik tatsächlich von der Politik der Geschäfte so stark bestimmt wird. Und dass letztlich nicht unsere klugen ethischen Konzepte sich durchsetzen, sondern tatsächlich Partikularinteressen von bestimmten Gruppen, die einen besseren Zugang zu unseren politischen Entscheidungsträgern haben. Und darin sehe ich das eigentliche Problem. Aber das ist... Das sind ja nun zwei verschiedene Probleme, die Sie da ansprechen. Also einmal bei der Sterbehilfedebatte den Lobbyismus und beim Trolley-Problem, weil sich das halt medial als besonders plakatives Beispiel eignet, diesen Aspekt von KI oder autonomen Fahren irgendwie, also der verkauft sich gut, ne? Und also das sind ja zwei unterschiedliche Probleme, die Sie gerade ansprechen eigentlich, oder? Naja, ich denke auch, dass wir im Bereich jetzt der Nutzung von Daten, also wir haben ja einiges auch gehört aus den Workshops, nehmen wir mal das Beispiel Big Data und Medizin. Wir wissen alle, dass es große Vorteile gibt, wenn wir unsere Gene sequenzieren lassen, ist auch deswegen so günstig, weil diese Daten werden ja dann auch weiter behandelt und nur auf der Basis all dieser Daten und der klugen Auswertung dieser Daten werden wir eine personalisierte Medizin bekommen und bessere Therapieformen. Wir werden Krankheiten überhaupt erstmal als Krankheitsbilder richtig erkennen können. Bei den seltenen Krankheiten gibt es mehrere gute Beispiele dafür, dass das jetzt schon funktioniert. Das ist also ein ganz großer Nutzen, den wir haben. Gleichzeitig aber ist es natürlich so, dass es große Gefahren gibt, nämlich wenn mein Krankenkassenbeitrag steigt, weil ich eine bestimmte Disposition zu einer bestimmten Krankheit habe. Oder weil ich nicht genügend, ich meine, es gibt ja mittlerweile schon Krankenversicherungen, da muss man quasi, kriegt einen Bonus, wenn man die Smartwatch anzieht und man dann bestimmte Zahl von Schritten pro Tag geht. Und genau das würden wir dann, wenn wir klug darüber nachdenken, wir würden zu dem Ergebnis kommen, dass das nicht vernünftig ist. Das eine wollen wir wollen eine bessere Medizin, wir wollen bessere Diagnostik, wir wollen zugeschnittene Therapieverfahren, aber wir wollen nicht, dass das Solidaritätsprinzip aufgekündigt wird. Das wollen wir nicht. Ich glaube, darauf kann man sich einigen in einer Gruppe von Menschen, die ethische Prinzipien ernst nimmt. Dennoch wird es dazu kommen, dass das Solidaritätsprinzip wahrscheinlich aufgegeben wird, und zwar losgelöst von allen ethischen Debatten, weil es dazu einfach ökonomische Interessen gibt. Und solange wir dieses Problem der Partikularinteressen nicht in den Vordergrund unserer ethischen Debatten stellen, glaube ich, reden wir im Elfenbeinturm über all diese Dinge. Ja, also es ist wichtig, dass wir uns klar werden darüber, was ist eine ethisch vernünftige Entscheidung in einer gegebenen Situation. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Aber es ist noch wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass solche ethischen Argumente im politischen Entscheidungsprozess überhaupt eine Bedeutung spielen. Das tun sie oft nicht. Herr Villauer, ökonomische Interessen, ich habe gehört, Sie haben gute Kontakte zu Bankern. Das beschäftigt Sie, ne, mit den Bankern. Es ist Ihr Bereich. Wir brauchen vielleicht Sponsoren für die nächste Tagung, das könnte natürlich sein. Ja, also, ja, es ist mein Bereich, Finanzbereich, das stimmt.
Partikularinteressen und Finanzindustrie, da könnte ich jetzt den Rest des Abends natürlich reden. Ja, also es gibt ungeheuer, gerade in den USA, ungeheuer viele Beispiele dafür, wie sinnvolle Gesetzesvorhaben eben auf zauberhafte, seltsame Weise plötzlich irgendwie verwässert oder ganz zu verschwinden gebracht wurden. Da gibt es ungeheuer viele Beispiele, das ist richtig. Also Lobbyismus ist einfach ein Problem und wir müssen ehrlich damit umgehen. Wir müssen sagen, da gibt es Gruppen, die haben sehr viel mehr Möglichkeiten, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen als andere, das ist richtig. Aber ich bin dann trotzdem so ein bisschen Idealist der demokratischen Gesellschaft und des offenen Diskurses. Ich glaube, wenn bestimmte Themen in der Öffentlichkeit sind und man hat eine Einigkeit darüber hergestellt, dass so wollen wir doch eigentlich leben, das wollen wir doch eigentlich voranbringen, ja, dann ist es auch für den besten Lobbyisten, und ich kenne so ein paar, und das sind sehr kluge Leute, ja, schwierig, dagegen Tendenzen irgendwie noch zu unterstützen, es sei denn jetzt durch direkte Bestechung oder sowas, ja. Also ich meine, wir dürfen, glaube ich, nicht in diesen Zynismus verfallen, zu sagen, naja, das werden ja eh die Big Bosse irgendwie unter sich regeln, die bestechen dann die Politiker oder so, sondern wir müssen diese Themen für uns diskutieren, wir müssen sie klarstellen, wir müssen auch klarstellen, was gibt es für Varianten. Wenn ich das eine will, muss ich auch was anderes einkaufen, das ich nicht will. Das gehört auch zur Ehrlichkeit. Also in diesen Debatten geht es immer so ab, dass der eine sagt, ja, aber wenn wir das machen, dann ist doch alles in Ordnung. Bedingungsloses Grundeinkommen, dann wird alles gut. Ja? Oder was weiß ich was, irgendwelche Zauberlösungen. Ja? Anstatt dass man sagt, wenn ich das einführe, habe das folgende Nebenerscheinungen. Ja? Schauen Sie auf die Nebenwirkungen. Ja? Das ist immer ganz wichtig. Ja? Und wenn wir die Debatten öffentlich so führen, dass wir sagen, hier ist das Rezept, das sind die Nebenwirkungen, lass uns drüber reden. Ich glaube, dann kommen wir voran. Aber dafür bräuchte es ja erstens den Dialog und zweitens die Bildung. Aber ich weiß aus dem Vorgespräch zum Beispiel mit Ihnen, dass Sie jetzt eine sehr große Sorge sehen, jetzt im Kleineren, zum Beispiel die Filterblasen, die entstehen auf Facebook durch die Algorithmen, weil wir uns durch die sozialen Medien entsprechend informieren. Ja, deswegen habe ich eben diesen Begriff der Öffentlichkeit verwendet. Ich glaube, auch in dem Bereich, den wir heute diskutiert haben, KI, muss man sich sehr, sehr darüber klar werden, dass wir immer mehr in so Milieus, Blasen, Unterszenen zerfallen. Ja? Und da versteht man sich ganz prächtig. Ja? Also die Leute werfen sich die Buzzwords zu und so weiter und sie wissen alle, wovon sie reden. Vieles ist auch unausgesprochen und man verstärkt sich immer mehr. Ja? Und ich würde sagen, das muss man aufsprengen zugunsten von größeren Öffentlichkeitszusammenhängen. Ja? Und dazu gehört es, auch nochmal Wissenschaftssprache, dass man knackige, klare, auch sprachliche Formen findet und Darstellungsformen, ja? Dass man medial präsent ist, ja? Und dass man den Leuten in den Filterblasen zeigt, da ist was ungeheuer Faszinierendes außerhalb deiner kleinen, gemütlichen Welt. Ja? Aber wenn es dann auch die Sprache ist, Herr Weber, ich weiß, Sie haben einen guten Anwalt, ist es dann nicht auch Herr Precht, der das in den Talkshows thematisiert und gut rüberbringt, weil er die Sprache der Menschen sozusagen verspäht und ihnen das rüberbringen kann? Ich habe keinen guten Anwalt, also deswegen, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Der ist gar nicht so schlimm. Doch, der ist schlimm. Der ist schlimm. Und zwar, ich denke mal, das Problem bei dieser Diskussion um die Frage, wie man philosophische oder ethische Fragen in die Öffentlichkeit tragen kann, ist, dass jemand, der vielleicht mal ein gutes Buch geschrieben hat, aber auch darüber kann man streiten, plötzlich Fachmann für alles wird. Und da muss ich einfach sagen, das nehme ich niemandem ab. Ich bin jetzt seit einem halben Jahrzehnt unterwegs zu dem Themenbereich Pflegetechnik und was es mit der Pflege macht, wenn wir massiv die Digitalisierung auch in diesen zwischenmenschlichen Bereich hineintragen. Und so langsam, glaube ich, weiß ich, wovon ich spreche, wenn ich damit diskutiere. Aber das braucht Zeit. Und da würde ich auch eine Lanze für die brechen, die versuchen erstmal das auch systematisch zu durchdenken und dafür auch eine gewisse Begrifflichkeit zu entwickeln, die dann zumindest innerhalb der Fachgemeinde es erlaubt, zu wissen, was die jeweils anderen sagen. Und dann, klar, das muss man dann übersetzen, da bin ich bei Ihnen beiden. Aber dann so zu tun, als ob man gleichsam für alles die eine Lösung hatte, one size fits it all, das halte ich für unseriös. Und wenn jemand so in der Öffentlichkeit auftritt und genau diesen Eindruck vermittelt und auch zu vermitteln versucht, dann tut er der ganzen Zunft und der Fragestellung keinen Gefallen. Im Gegenteil, sondern schadet dem Anliegen. Denn das ist irgendwann mal auch für diese berühmt-berüchtigten, ganz normalen Leute durchsichtig. Herr Reutmann, wie nehmen Sie denn, ganz jetzt aus Ihrem Bereich wieder autonomes Fahren, wie nehmen Sie denn zum Beispiel dann die mediale Diskussion wahr? Also finden Sie die ausgewogen? Oder Nachdem ich heute hier war, muss ich vielleicht meine vorige Einschätzung etwas revidieren. Also
wenn man sich dem Thema nähert, dann ist doch für die meisten Leute die mediale Berichterstattung die Hauptquelle, wie sich darüber informiert wird, über das Thema. Es ist ja auch ein guter Weg, das in die Gesellschaft zu tragen, nur ist damit eben immer verbunden, dass die Medien eben gerne Themen anbringen, die möglichst viel Aufsehen erregen, ne, und viel Emotionen fördern in demjenigen, der das konsumiert. Was wäre der richtige Weg, sich dazu nähern? Also politisch mit Sicherheit ein ganz wichtiger Faktor. Ein Großteil der Politiker sind ja Rechtswissenschaftler. Nur die Juristen haben immer ein Problem. Also wir suchen immer gerne einen Schuldigen. Wir haben immer gerne jemanden, der die Verantwortung trägt hinterher für das, was schief geht. Also ich kenne jemanden, der hat, also auch ehemaliger Jurastudent, der berichtete mir von einer Klausur aus seinem Studium, wo der Professor einen Fall stellte, wo am Schluss niemand zu belangen war für den Schaden, der entstand. Und niemand hat diesen Fall richtig gelöst, weil es allen Studenten in ihrem verengten Sichtfeld darum ging, einen Schuldigen auszumachen. Insofern ist, glaube ich, schon wichtig, dass man ganz, ganz viele unterschiedliche Sichtweisen irgendwie zusammenbringt an einen Tisch. Und deswegen finde ich das auch wichtig, solche Veranstaltungen hier abzuhalten wie heute. Nun ist es ja gerade auch bei Ihnen sozusagen, Sie als Rechtswissenschaftler, auch bei den Kollegen sozusagen, die Juristen, der Fall, dass die heute schon Sorge haben, dass irgendwann ihr Job sozusagen weg ist, weil künstliche Intelligenz, weil solche autonomen Systeme Daten viel besser zusammentragen können. Sie können am Ende nicht das Urteil fällen, aber das muss ja nicht jeder Jurist. Ich glaube, dass diese Sorge nicht nur bei den Juristen besteht. Also ich glaube, dass diese Sorge eine gesamtgesellschaftliche ist. Also wie wird KI unsere Gesellschaft verändern? Ich glaube, da ist jede zweite oder vielleicht jede Branche irgendwie da Zweifel äußern, ob das so schlau ist, das einzuführen, weil da könnten ja Tausende von Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen. Diese Technikfolgenabschätzung ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Bei den Juristen kann ich sagen, da gibt es viele Leute, die das behaupten, also insbesondere durch virtuelle Assistenten, die, wie Sie sagen, eine Vielzahl von Daten in ein Minimum der Zeit und einem Bruchteil der Zeit bearbeiten können, wie das heute Anwälte tun. Ich glaube, ein Bereich, wo ich weiß nicht, ob man sagen kann, man muss sich keine Sorgen machen, das weiß ich nicht abzuschätzen, aber ich glaube, dass es zum Beispiel vor Gericht oder allgemein in der Juristerei kommt viel drauf an, auf Abwägungen. Und es gibt in vielen Bereichen nicht immer so ein, das ist richtig und das ist falsch. Also das ist etwas, was der Juristerei vielleicht eigen ist, dass man sich über ganz viele Sachen vortrefflich streiten kann. Also man sagt ja immer so schön, zwei Juristen, drei Meinungen. Es kommt ganz viel auch auf persönliches Fingerspitzengefühl, persönliche Meinungen letztendlich an. Also eine Maschine kann vielleicht sagen, ja, dieses ist richtig und dieses ist falsch, aber sie kann diese Entscheidung, wo es auf diese Frage gar nicht ankommt, letztendlich, glaube ich, nicht ersetzen. Wird die Diskussion, Herr Professor Weber, auch deswegen so groß, weil die Menschen gerade merken, da verändert sich was? Ich könnte auch betroffen sein, und wenn es nur der Lkw-Fahrer ist, der dann durch autonome Autos abgelöst wird? Naja, nur ist gut gesagt. Das in Deutschland, die Zahl weiß ich jetzt zufälligerweise, weil ich sie vor zwei Wochen nachgeguckt habe. In Deutschland haben wir 550.000 Kraftfahrer. Fast nur Kraftfahrer. In diesem Fall sind es fast nur Männer. 550.000 Leute. Und Kraftfahren, also das, was wir da auf der Autobahn in Kolonnen sehen, das wird das sein, was am allereinfachsten zu automatisieren sein wird, weil das in sehr geregeltem Umfang passiert. Man kann die Lastwagen miteinander vernetzen. Das wird der Bereich sein, wo vollautonomes Fahren wahrscheinlich als erstes kommen wird. Und das gefährdet in der Tat Arbeitsplätze. Und das nehmen wir natürlich auch wahr. Und wie gerade gesagt, in den USA zum Beispiel mit seiner Tradition des Case Law ist die ganze Recherchearbeit mit Sicherheit automatisierbar. Ja. Da werden einfach Assistenzjuristinnen und Juristen wahrscheinlich
um ihre erste Karrierestufe fürchten müssen. Und ich würde auch meine Branche, überhaupt auch den ganzen Bildungsbereich, nicht als immun ansehen in Bezug auf die Frage, dass da in Zukunft menschliche Leistungen durch Maschine erbracht wird. Es gibt gerade in, ich weiß gar nicht die Universität, aber auf jeden Fall gibt es jemanden, der diesen Pepper, das ist so ein 1,20 Meter hohen Roboter, in der Vorlesung dazu nutzt, Routinefragen zu beantworten, was bisher eben eine Hilfskraft macht. Also das ist richtig nah bei uns, ja. Das heißt, es gibt unglaublich viele Berufsfelder und Tätigkeitsfelder, die bisher, wo wir glaubten, das können niemals Maschinen tun, aber das glaubten auch schon die Weber, als der Jacquard-Webstuhl eingeführt worden ist. Das ist der mit Lochkarten gesteuert wird, und ein ganzer Berufsstand ist verschwunden. Das sagten auch die Schriftsetzer in den 70er Jahren. Der Beruf ist verschwunden, bis auf denjenigen, die das so für Shows machen. Und diese Form von, Schumpeter nannte das kreative Zerstörung, ist etwas, was dem Kapitalismus zu eigen ist. Und auch wenn ich ihn nicht abschaffen will, da sind wir vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung. Nee, naja, die Systemfrage war ja schon im Raum. Aber solange wir ein bestimmtes Wirtschaftssystem haben, wird es diese kreative Zerstörung immer wieder geben. Und im Moment erleben wir gerade einen solchen Zyklus, wo das ganz massiv stattfindet und nicht auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt bleiben wird, sondern auf viele Berufsgruppen. Wobei ich nicht ganz so skeptisch bin. Es gibt da Zahlen von wegen zwischen 45% und 75% aller Arbeitsplätze werden wegfallen. Diese Prognosen sind inzwischen auch wieder eingeholt worden. Die sind in dieser Form, glaube ich, nicht haltbar. Aber also sozusagen jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und Vogel-Strauß-Politik zu spielen, das wäre fatal. Ja, aber hier noch mal ganz kurz ein, weil mir dann ein interessantes Beispiel noch eingefallen ist, speziell auf die Juristen bedacht. In England gibt es eine Software, die ein junger Student entwickelt hat, nachdem er so viele Strafzettel bekommen hat. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Der hat eine Software entwickelt, die jedermann im Grunde im Internet anschreiben kann und die für mich, wenn ich einen Strafzettel bekommen habe, den automatisch anficht bei der Behörde. Und diese Software hat es geschafft, 160.000 Strafzettel erfolgreich anzufechten. Und die Leute mussten nicht bezahlen dafür. Ja, das ist nämlich das Spannende an dem Thema. Diese digitale Revolution wird Auswirkungen haben, die so gewaltig sind, dass man sie mit keiner anderen Revolution vorher wahrscheinlich vergleichen kann. Und um dieses Problem, das ja wirklich alle Bereiche der Gesellschaft letztlich betrifft, bearbeiten zu können, müssen wir, um jetzt nochmal Richard David Brecht ein bisschen aus der Gefahrenlinie zu ziehen, das ist ganz seltsam, dass ich das hier heute Sie immer tue, wieder erwähnen, kriegen Sie hier aus der das Dreisand-Effekt. Ich weiß auch nicht, das ist jetzt so, aber man muss sich ja entscheiden, wird man Fachidiot oder Universaldilettant? Und ich glaube, dass wir alle uns ein bisschen stärker auch noch darauf konzentrieren müssen, Universaldilettanten zu sein, neben dem Bereich, in dem wir wirklich dann Experten sind. Denn sonst werden wir die Probleme nicht verstehen, weil die sind alle systemisch miteinander verwoben. Ja, und diese digitale Revolution, wir können die nicht verstehen, wenn wir auch die ökonomischen Prozesse nicht verstehen. Also ich kann nicht nur als IT-Spezialist da rangehen und auch nicht nur als Rechtsanwalt, sondern ich muss eben sehen, was bedeutet das für die Gesellschaft. Wie gehen wir beispielsweise damit um, wenn die Kraftfahrer ihren Job verlieren? Natürlich, Karl Marx hat das schon geschrieben, hat das wahrscheinlich hat sich da in einem Zeithorizont sehr geirrt, aber er hat darauf hingewiesen, die Produktion von zu vielen nützlichen Dingen erzeugt zu viele unnütze Menschen. Aber eigentlich ist die Steigerung der Produktivkraft, und nichts anderes bedeutet ja Digitalisierung, ja eigentlich sollte ja ein Segen für uns sein. Das heißt, wir sollten sehen, dass es ja nicht nur Risiken bedeutet, nicht nur Gefahren bedeutet, sondern eben auch eine Chance. Es könnte eben sein, wir reden ja auch die ganze Zeit darüber, dass wir vernünftig gebildete Menschen brauchen, die Entscheidungen treffen, die weite Bereiche unserer Gesellschaft betreffen. Es könnte sein, dass wir auf eine Zukunft und eine Gesellschaft hinsteuern oder hinsteuern sollten, in der es keine Expertengutachten mehr gibt, sondern Bürgergutachten. Ich sehe gerade dieses Bürgerbeteiligungsschild, vielleicht komme ich deswegen da drauf. Aber es könnte tatsächlich der Beruf der Menschen sein, nicht
wieder LKWs von A nach B zu fahren, sondern es könnte eben sein, Entscheidungen zu treffen vor Ort für die Politik. Denn wir wissen, dass Bürgergutachten in der Regel besser sind als Expertengutachten. Wenn man die Bürger richtig einweiht, wenn man ihnen Informationen gibt, treffen sie kluge Entscheidungen. Und vielleicht ist es das, wofür wir in Zukunft bezahlt werden, nämlich, dass wir gewissermaßen mit technischen Systemen interagieren und vernünftige Entscheidungen treffen. Wenn wir das wollen, dann müssen wir versuchen, die Politik in diese Richtung zu lenken, ja, und dann auch die zerstörerischen Kräfte des Kapitalismus zu nutzen, ja, damit etwas Neues aufgebaut werden kann. Aber ich denke, wir sollten, es gab ja hier das Stichwort, lösungsorientierte Ansätze. Ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Also wenn wir nochmal einen Kongress machen, sollten wir uns mit den Leuten beschäftigen, die schon Probleme für bestimmte Schwierigkeiten oder die Lösungen für diese Probleme schon gefunden haben. Ja, zum Beispiel, wie kann man eben Daten sammeln, ohne dass die Privacy so stark gestört wird. Dafür gibt es Modelle, die werden bisher politisch nicht eingesetzt. Diese Modelle kann man vielleicht noch weiterentwickeln, aber so etwas ins Zentrum zu stellen, ich glaube, das würde auch helfen, diese Debatte in der Gesellschaft stärker zu haben, denn ich glaube, viele Leute wissen von den Problemen, die auf uns warten. Und wenn die Probleme so gewaltig sind und man keine Lösungen sieht, dann neigen Menschen einfach dazu, die Probleme zu verdrängen. Herr Professor Weber, wie kann ich als Laie denn überhaupt die Technikfolgen gerade bei bestimmten Systemen, bei künstlicher Intelligenz abschätzen? Kann ich das als Laie überhaupt? Bedingt, äußerst bedingt. Ich meine, wir können natürlich versuchen, und das ist eines der häufig genutzten Mittel, wir können natürlich versuchen, plausible Szenarien aufzubauen. Sagen wir mal, man kann ja heute ungefähr sehen, wo die Grundlagenforschung sich befindet. Das heißt, man kann ja bei den üblichen Entwicklungszyklen davon ausgehen, dass, sagen wir, in 5 Jahren diese und jene Produkte tatsächlich im Markt sein werden, einsatzfähig sind, weit diffundiert sind. Und dann könnte man in Szenarien versuchen, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die damit einhergehen, zu skizzieren, damit wir heute entscheiden können, unter welchen Regularien beispielsweise solche Technologien dann auch eingesetzt werden. Das kann man sicherlich auch in einer Weise kommunizieren, dass das allgemein verständlich ist und dann eben auch Bürgerinnen und Bürger mit an dem Prozess der Entscheidungsfindung mitarbeiten. Aber trotzdem würde ich nach wie vor dafür plädieren, zu sagen, es braucht an vielen Stellen eben auch diejenigen, die das tatsächlich auch durchdringen. Ja. Ein bisschen krankt unsere Diskussion genau an diesem Gegensatz zwischen den vermeintlich Klügeren, ich habe dann definitiv eine etwas differenziertere Meinung, den vermeintlich Klügeren und klügeren Bürgerinnen und Bürgern, die häufig auch sehr populistisch und emotional entscheiden, und den Experten. Wir bauen da so eine Dichotomie auf, die ganz gefährlich ist. Die Entwicklung sehen wir gerade jenseits des großen Teiches, wo gesagt wird, ja, die Wissenschaftler, die erzählen uns dieses und jenes, das stimmt doch alles nicht, das ist alles Fake News, das ist alles konstruiert von irgendeinem anderen Land oder sowas. Das ist eine fatale Entwicklung, wenn wir diejenigen, die sehr viel intellektuellen Schweiß investieren, um die Welt zu verstehen, auch Technik zu entwickeln, in die eine Ecke stellen und sagen, die wissen doch gar nicht, wovon sie wirklich reden. Und dann zu tun, als auf der Laienseite das wahre Wissen ist. Also da würde ich sagen, da braucht es sehr viel stärker einen Dialog. Und deswegen finde ich finde ich es gut, dass wir, oder toll auch, dass wir hier sind. Denn solche Formen von Dialogen zwischen Leuten auf der einen Seite, die auf einem bestimmten Gebiet einfach wissen, was Sache ist, weil sie sich einfach jahrelang damit beschäftigen, und Leuten, die wiederum aus bürgerschaftlichem Interesse und auch Engagement sich darüber informieren wollen und dann auch vielleicht für sich eine Meinung bilden, die dann irgendwann auch meinungsbildend im Sinne von Wahlentscheidungen oder ähnliches wird. Diese Form von Dialog braucht es viel mehr, und es braucht eben nicht diese Dichotomie und diese Konfrontationssituation. Darf ich dazu noch gerade was ergänzen, weil es... Ich meinte Bürgergutachten, das ist Planungszelle, das ist ein bestimmtes Verfahren. Und da sind Experten, die Bürgerinnen und Bürger informieren. Ohne die Experten würde es gar nicht funktionieren. Also es ist gar nicht als Dichotomie gemeint, sondern es ist eben so gemeint, dass die Leute, die wirklich Spezialisten sind für ein Thema, dass die da hingehen und die Menschen informieren. Und dann entscheiden Bürger gut. Ohne die Experten entscheiden die
unglaublich schlecht. Ja, das ist ja auch, was man an diesen, dieses Verfahren gibt, das jetzt über 30, 40 Jahren in verschiedenen Ländern ausprobiert hat. Also es funktioniert nur, wenn man die Experten dabei hat. Aber wenn die Experten dabei sind und verschiedene Experten aus unterschiedlichen Bereichen kommen, dann entscheiden Bürgerinnen und Bürger erstaunlich gut. Ja, und das ist das, was wir hinbekommen sollten. Und also ich halte das für eine gute Utopie. Aber nochmal gefragt, Herr Professor Weber, ich meine, Sie sind ja nun Experte, Sie wissen genau, wovon Sie reden, wenn Sie von Technikfolgenabschätzungen reden. Können Sie mir sagen, wie die Entwicklung in den nächsten 2, 5, 10 Jahren aussieht? Können Sie mir das sagen? Ich könnte Ihnen plausible und weniger plausible Szenarien aufbauen und könnte Ihnen auch, naja, quantifizieren würde ich das nicht, aber ich könnte Ihnen sagen, dass es, meine Mitarbeiterin hat sowas mal gemacht, dass es bei vielen Szenarien tatsächlich so Kipppunkte gibt, wo man relativ deutlich mit dem Finger drauf zeigen kann, wenn hier eine Regulierung in diese oder jene Richtung ausfällt, dann wird die Nutzung einer Technologie eher zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel ausfallen oder deutlich zum Nachteil. Sie hat das festgemacht beispielsweise an der Nutzung von Wearables, die ja hier auch schon mal genannt worden sind, also körpernahen Sensoren. Wenn wir dort zum Beispiel eine Entwicklung, die wir jetzt schon haben, dass eben technische Biotope haben, wie das von der Firma mit dem Apfel oder den anderen Unternehmen. Wenn die also sozusagen geschlossene Systeme haben, wo wir nicht mehr transparent sehen können, was da drinnen mit den Daten passiert, wenn das auch noch politisch unterstützt wird, wo es gerade auch Tendenzen gibt, dass das in diese Richtung geht, dann wird es eher zum Nachteil der Menschen ausfallen. Und das kann man auch kommunizieren. Wenn wir hingegen die Unternehmen zum Beispiel dazu zwingen, eine gewisse Transparenz an den Tag zu legen und viel deutlicher zu kommunizieren, wie werden die Daten erhoben, wozu werden sie erhoben, wie werden sie weiterverarbeitet und, dann kann da tatsächlich ein Mehrwert für alle Menschen daraus entstehen. Und ich kann Ihnen also sagen, je nachdem, wie Entscheidungen getroffen werden, müssen wir mit bestimmten negativen oder positiven Konsequenzen rechnen. Aber ich glaube nach wie vor, auch wenn es manchmal anders ausschaut, dass unsere Zukunft noch nicht geschrieben ist. Das heißt, ich kann Ihnen das nur plausibel machen, dass in einem bestimmten Szenario eintreten kann. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, dass was in 5 Jahren passieren wird, weil das wäre, dann würde ich mich ins Bett legen und sterben wollen, weil das würde bedeuten, dass mein Leben determiniert ist und Ihres und unser alles auch. Bevor wir die Fragen weiter sozusagen ins Publikum geben, Herr Woltmann, an Sie die letzte Frage. Sie sind nun auch Experte und Sie haben ein ganz spezielles Fachgebiet. Was glauben Sie, wohin entwickelt sich das autonome Fahren in den nächsten 2 oder 5 Jahren? Das ist natürlich eine gute Frage. Also was man definitiv ablesen kann, ist, dass wir in rechtlicher Hinsicht eine Neubewertung von Verantwortungsbereichen und Sorgfaltsmaßstäben brauchen. Also man erkennt ja schon allgemein in diese Verschiebung Richtung Herstellerhaftung. Also das wird sehr, sehr wichtig zu schauen, irgendwie, inwieweit ist der Hersteller noch verantwortlich für bestimmte Sachen, die er einprogrammiert in ein Auto. Also ganz wichtig die Zurechnungsfrage, kann ich überhaupt noch, wenn ich bestimmte Systeme, nicht nur Autos, sondern lernende Systeme allgemein, wenn ich die auf eine bestimmte Art und Weise einstelle und dann sozusagen in die Gesellschaft entlasse, kann mir das noch zugerechnet werden am Ende des Tages? Oder ist möglicherweise derjenige, hat oder muss man einen neuen Gefährdungstatbestand schaffen, für der diese Unkontrollierbarkeit sozusagen impliziert hat? Also das ist die wichtigste Frage, denke ich, was die in Zukunft da auf uns zukommt. Ein Satz noch. Ich sage dann auch was dazu. Das glaube ich nicht. Also da würde ich Ihnen widersprechen. Und zwar kann man das an einem deutlich machen. Derzeit gibt es eine ganz massive Diskussion. In China wird sie sehr offensiv geführt, weil man das dort ja auch politisch viel leichter durchsetzen kann, Elektromobilität zwingend in Quoten vorzuschreiben. Wenn diese Quoten durchgesetzt werden, wird die deutsche Automobilindustrie schlicht und ergreifend das machen müssen, weil sie sonst ihren Markt verliert. Dasselbe wird, diese Diskussion fängt jetzt gerade auch an, dass überlegt wird, ganze Städte in China einfach nur noch autonom befahrbar zu machen. Dann sind die Verkaufszahlen in diesem Land so groß,
dass das unmittelbare Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung in Deutschland haben wird. Da werden sehr viele der Überlegungen, die ich alle für richtig und wichtig halte, sehr viel schneller entschieden werden. Schlicht und ergreifend, weil in Deutschland eine ziemlich große Zahl von Menschen am Autobau hängt und am Export von Autos hängt. Ganz gut. Inwiefern war das ein Widerspruch jetzt? Zu dem dass viele dieser Fragen dann einfach nicht mehr in dieser Intensität diskutiert werden, sonst werden sehr schnell Entscheidungen getroffen, um diesen Markt bedienen zu können. Aber nichts anderes habe ich ja eigentlich gesagt, dass da eine Entscheidungsfindung... Ich habe ja nicht gesagt, das wird noch ewig diskutiert werden oder so. Da sind wir uns einig. Ich meine nur, dass die Externtreiber in diesem Fall womöglich vielleicht deutlich stärker sind als sozusagen die interne Überlegung, die interne Überlegung hier anstellen. Ein letzter Satz dafür. Gut, den muss ich dann lang machen. Erstens, ja, es gibt externe Faktoren, die diese Dinge beeinflussen. Wir können da nicht, sagen wir mal, sagen, es ist ein schönes, lockeres Gespräch und dergleichen und dann klären wir das, sondern da gibt es Treiber weltweit in einer Welt, wie sie eben ist, die uns zu bestimmten Dingen zwingen. Erster Aspekt. Zweiter Aspekt, diese Zukunftshoffnung, was ist in 5 Jahren, in 10 Jahren, die haben bei uns oft diese eigenartig zwingende Form, so, das kommt ja eh, das ist also quasi so ein Fatum, das ist ein Schicksal, das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, es wird sowieso Roboter geben, die dies und jenes tun, ja, also müssen wir uns jetzt so und so verhalten, und da kann ich nur davor warnen, ja, also das There is no alternative gilt auch in dem Bereich, ja, die Zukunft bestimmen wir, ja, und es ist nicht so, dass wir bestimmte Dinge überhaupt nicht aufhalten können und überhaupt nicht gestalten können, ja, und selbst wenn es in Bereichen so wäre, dass man sagt, das lässt sich eigentlich nicht mehr richtig aufhalten, müssen wir um des Menschseins willen und des Bürgerseins willen immer noch sagen, wir nutzen jede Chance doch zu gestalten. Ja? Also wir sollten uns nicht hypnotisieren lassen von diesem Sachzwang, die Zukunft sieht so und so aus. Dann Fragen aus dem Publikum. Anni Stumberger hat das Mikrofon. Oh, ganz viele schon. Ich darf jetzt entscheiden. Herr Fuhrmann, Sie waren der Erste hier neben mir, der Herr Kreizke, der Zweite. Oh, und da hinten ist Nummer 3. Vielleicht sagen Sie kurz dazu, wen Sie die Frage stellen. Ich stelle mal die Frage und dann gucke ich in die Augen, wer sich da kennt. Aber ich denke, das ist insbesondere für die Philosophen spannend. Ich würde nämlich gerne zum einen das Verhältnis, was heute Morgen schon mal angeklungen ist bei dieser tollen Bilderschau, auch von Ethik, Ästhetik und jetzt in der Diskussion Politik nochmal aufmachen wollen. Ethik, Ästhetik ist... Niklas Luhmann hat mal eine spannende These gestellt, er hat gesagt, Paradigmenwandeln finden am Ende letztendlich aus ästhetischen Gründen statt. Also nach dem Motto, das kopernikanische Weltbild war einfach schöner. Ja? Und ich glaube, das ist eine wichtige Dimension bei diesen, ich sag mal, bei der Frage, ob eine Technologie sich durchsetzt. Ja? Inwieweit einfach auch die sinnliche Dimension, die emotionale Dimension mitspielt. Und das gab ja ein kurzes Problem bei vielen Skeptikern, ja, gegenüber künstliche Intelligenz, weil sie im Prinzip kein ästhetisches, kein sinnliches Angebot dagegen haben. Also ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt, der mich interessieren würde, das Verhältnis von Ethik und Ästhetik. Aber insbesondere interessiert mich das Thema der Politik. Und zwar würde ich das so ein bisschen im Sinne von nicht künstlicher Intelligenz, sondern von politischer, eben kamen ja schon diese partizipativen Ansätze. Also es gibt ja nicht nur Planungszeit, es gibt ja, ich bin ja Verfahrensforscher, es gibt ja in der Zwischenzeit Tausende von Möglichkeiten, wie man Komplexität partizipativ bearbeiten kann. Also wir sprechen da von prozeduraler Intelligenz. Und ich glaube, dass gerade das Beispiel künstliche Intelligenz ein wunderbares Beispiel ist, dass wir einfach gezwungen sein werden, nicht nur diese ganze Kreativität im Bereich von künstlicher Intelligenz und Bioscience, was auch immer, sondern aus meiner Sicht stehen wir eigentlich erst am Anfang der Entfachung dessen, was man politische und soziale und organisationelle Innovation nennt. Ja, wir haben eigentlich erst gerade angefangen zu entdecken, was man Co-Kreativität in Organisationen, in Gemeinwesen hinbekommt. Und das wäre dann eben auch die Frage, wer sich davon jetzt noch angesprochen fühlt, die Bedeutung von politischer Intelligenz im Verhältnis zu künstlicher Intelligenz. Ich glaube, Herr Dr. Schmidt-Salomon wäre, glaube ich, der Beste. Ja, das war jetzt ein eigener Vortrag dazu. Sie haben natürlich recht, ästhetische Fragen haben eine große Bedeutung. Und zwar hat schon Darwin erkannt, in seinem Buch über die Abstammung des Menschen und die sexuelle Zuchtwahl geht es ja darum zu zeigen, dass wir Menschen nicht quasi rationale Kosteneffizienzmaschinen sind, sondern dass wir sehr, wie alle Lebewesen übrigens, der Pfau ein berühmtes Beispiel dafür, viel Energie in Ästhetik legen, also sehr viele Ressourcen verbrauchen, um
um etwas ästhetisch Schönes darzustellen, denn nur so pflanzt man sich fort. Also das Problem in der Evolution ist ja nicht nur, dass man fressen muss und nicht gefressen werden sollte, bevor man sich fortpflanzt, sondern man muss ja auch einen Partner finden. Insofern ist alles ein erweiterter Phänotyp von uns und wir kümmern uns darum, um schöne Dinge. Das ist ganz wesentlich und hat die Gestalt des Menschen, unsere ganze Kultur ganz wesentlich geprägt. Insofern haben Sie absolut recht, es geht letztlich um eine Frage von Sinnlichkeit, von sinnlicher Wahrnehmung. Und tatsächlich gibt es Sinn auch nur dort, wo es sinnliche Wahrnehmung gibt. In dem Moment, wo wir keine sinnliche Wahrnehmung mehr haben, gibt es für uns auch keinen Sinn mehr. Das wusste Epikur schon. Deswegen ist der Tod eben das endgültige, der endgültige Schluss von allem. Und wir müssen uns natürlich darauf konzentrieren. Also ich bin, man sieht es ja auch. Die Dinge haben sich durchgesetzt, weil sie, also auch jetzt Algorithmen haben sich durchgesetzt, weil sie eine gewisse Sinnlichkeit entfalten können. Ja, und wir können nicht mit trockenen, rein rationalen Argumenten gegen die Sinnlichkeit anstinken sozusagen, sondern es ist tatsächlich so, wir brauchen die ästhetisch schönere Variante. Dann werden Menschen sich dazu dann auch bekennen und entscheiden. Und letztlich übrigens, das schließt auch an heute Morgen an, das ist übrigens meine Skepsis gegenüber einer starken Form von künstlicher Intelligenz. Ich glaube, dass es tatsächlich ganz einfache, primitive, sinnliche Wahrnehmungen geben muss, damit sich darauf tatsächlich Bewusstsein und starke künstliche Intelligenz aufbauen kann. Solange wir keine Systeme haben, die Sinn und Sinnlichkeit empfinden, für die es Wohl und Wehe gibt, wird es für sie auch keine Bedeutung geben, denn letztlich ist jede Bedeutungszuschreibung geht zurück auf ein sinnliches Wohl und Wehe. Ja, und die Gefahr, die ich übrigens sehe, ist, dass viele Physiker und Informatiker und Mathematiker eigentlich den Diskurs im Moment bestimmen über künstliche Intelligenz und nicht die Biologen und die Künstler. Und das führt nicht nur dazu, dass wir meines Erachtens die Maschinen falsch einschätzen, also das, was Sie dargestellt haben, also die Vermenschlichung von Maschinen, sondern dass es auch umgekehrt einen Prozess gibt. Neben der Vermenschlichung von Maschinen gibt es eine Vermaschinisierung von Menschen, weil wir nämlich glauben, dass wir eine Software haben und eine Hardware und dass man das eine von dem anderen trennen kann. Und ich glaube, das führt zu einem reduktionistischen Weltbild und kann dann auch zu schlechten und auch ästhetisch unschönen virtuellen Programmen führen, die uns allen nicht gefallen werden. Und Sie haben natürlich auch recht mit dem zweiten Punkt. Das war die prozedurale Intelligenz. Wir wissen, es gibt solche Prozesse und auch, wo viele Menschen zusammenkommen oder viele andere Lebewesen zusammenkommen und daraus entsteht etwas Neues, etwas Besseres. Es gibt ja den schönen Begriff der Schwarmintelligenz. Wenn ein System gut konfiguriert ist, Wikipedia zum Beispiel ist recht gut konfiguriert, der Chatbot von Microsoft war schlecht konfiguriert. Es kann nämlich eben auch in solchen Systemen, wenn die schlecht konfiguriert sind, zum Gegenteil kommen, nämlich zur Schwarmdummheit. Ja, und das ist etwas, was sehr gefährlich ist. Darüber habe ich mal ein Buch geschrieben, Keine Macht den Doofen heißt es, wo ich beschreibe, dass darunter leiden übrigens viele Finanzmenschen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten. Diesen Punkt muss ich noch zu Ende führen, weil es wichtig ist. Viele Menschen leiden nämlich darunter, dass sie Dinge tun müssen, die innerhalb des Systems total vernünftig sind, von denen sie aber wissen, dass es außerhalb des Systems betrachtet völlig unvernünftig ist, was sie da tun. Und viele, also wie gesagt, ich war da in Luxemburg bei den Chefs der großen Fondsgesellschaften und da waren viele wirklich zutiefst erschüttert darüber, was sie oft in ihrem Alltag tun müssen. Sie würden gern andere Dinge tun, ein ethischeres Investment machen, aber das System zwingt sie dazu, das zu tun, was sie tun, denn wenn sie es nicht tun würden, dann würden sie ihre Stelle bald verlieren. Und das ist ein typisches Beispiel von Schwarmdummheit, die eben entsteht. Ja, das ist das Umgekehrte bei Ameisen. Das ist das Letzte, was ich dazu noch sage. Bei Ameisen haben wir das Phänomen, dass aus der intellektuellen Beschränktheit des Einzelnen eine kollektive Intelligenz entsteht. Und bei uns Menschen ist es so, dass aus der individuellen Intelligenz leider eine kollektive Beschränktheit entsteht. Und das liegt daran, dass wir die Systeme schlecht konfiguriert haben und deswegen brauchen wir bessere Regelsysteme für unsere Systeme. Sie sahen Michael Schmidt-Salomon und hören eine weitere Frage aus dem Publikum. Wir hatten heute auch die Frage angesprochen, wie tragen wir es in die Gesellschaft? Und jetzt zuerst mal eine provokante These. Vergessen Sie im Moment die ganzen einflussreichen Leute, die Politiker, egal was. Wir brauchen Reset. Wo fangen wir an? Gymnasium? Das ist die Jugend, die es ausbaden muss.
Wer von Ihnen möchte? Herr Weber? Ja, das kann man machen. Ich kriege auch öfters mal so Anfragen, ob ich in Schulen gehe. Und dann sage ich natürlich auch immer ja, wenn ich es zeitlich einrichten kann. Aber ich glaube, das kann man auf allen Ebenen, in allen Altersgruppen und in allen Bereichen machen. Also wenn ich zur IG Metall gehe oder wenn ich in irgendwelche anderen Diskussionskontexte hineingehe, die aus der praktischen Seite sich mit Fragen beschäftigen, wo ich glaube, etwas dazu beitragen zu können, dann ist das jeweils der Versuch, genau hier diesen Dialog zu starten und Expertise aus der einen und aus der anderen Perspektive zusammenzubringen. Ich glaube aber nicht, dass wir wirklich so eine Art von Reset vollziehen weil wir sind auf hoher See und wir müssen mit dem Schiff zurechtkommen, das wir haben. Sie kennen das Bild, nicht? Wir können es allenfalls schrittweise umbauen. Nochmal, das, was wir hier gerade tun, ist ein so ein Brett annageln. Die nächste Frage von dieser Seite. Ich komme danach zu Ihnen. Vielen Dank. Zum Thema Bildung und in der Schule möchte ich ganz kurz noch was sagen, weil Sie da was getriggert haben. Tatsächlich ist so, dass die Bildung, die Medienbildung oder vielleicht sogar Medienpartizipation und daraus folgend die Medienbildung tatsächlich eines der Schlüsselaufgaben sein wird für unsere Gesellschaft. Ich sage immer so halb im Scherz, halb im Spaß, wenn heute das Internet zusammenbrechen würde, würde in Deutschland nichts mehr funktionieren, außer den Schulen. Und das ist natürlich tatsächlich eine Situation, in die wir in irgendeiner Weise in den Griff bekommen müssen. Aber meine Frage ging eher, weil ja die Frage oder das Hauptthema der Diskussion war ja, wie können wir diese Entwicklungen in die Gesellschaft, in die Zivilgesellschaft tragen? Und ich finde es sehr gut, Herr Weber, dass Sie irgendwie auch oder zumindest Ihnen in den Mund gelegt wurde, dass Sie sich mit Brecht beschäftigt haben. Tatsächlich ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Weise jemanden höre, jetzt mal unabhängig von dieser einzelnen Person, von Leuten, die absolut fachfremd, aber mit guter Medienpräsenz zu allem und jedem irgendwas sagen, nur wenn sie irgendwo eine Kamera oder irgendein Mikro sehen. Da gibt es viele verschiedene Leute. Ich glaube aber, dass es trotzdem einen Grund gibt, warum genau diese Leute eingeladen werden. Und zwar deshalb, weil tatsächlich in so Sendungen im Fernsehen oder wie auch immer unbedingt wichtig eine Komplexitätsreduzierung erfolgen muss, weil die Leute das hören wollen. Und irgendwie nach dem Gesetz des Marktes werden eben diese Leute eingeladen. Da könnte ich auch Spitzer nennen. Eigentlich jemand, der sich mit als Hirnforscher sozusagen betätigt und trotzdem zu allem was sagt, auch zur Bildung. Dieser Mechanismus, zu jedem Thema irgendwas zu sagen, das ist in uns sozusagen drin. Nicht umsonst haben wir auf einmal 80 Millionen Bundestrainer, wenn es um Fußball geht, und 80 Millionen Terrorismusexperten, wenn es um irgendwelche politischen Differenzen geht oder um irgendwelche Terrorangriffe geht. Das heißt, wir Menschen brauchen oder scheinen das Bedürfnis zu haben. Die Frage ist nur, warum wir als Expertinnen und Experten eben nicht diese Komplexitätsreduzierung hinkriegen und auch vielleicht, sagen wir mal, eher unsere Erkenntnisse in irgendeiner Weise auch volksnahe heranbringen können. Wenn wir es nicht schaffen, dann wird aus diesem Volksnahen im Prinzip ein Populismus. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel Leuten wie Brecht auch vorwerfen würde, zu sagen, sie sind tatsächlich in irgendeiner Weise populistisch, das heißt mit einfachen Mitteln komplexe Sachen erklären zu wollen. Und Umberto Eco hat mal gesagt, jedes komplexe Problem hat eine einfache Lösung und das ist die falsche. Das heißt, da ist die Frage auch tatsächlich auch ein bisschen an Sie, wie können wir tatsächlich einfach Leute entsenden auch in diese Sendungen? Das müssen vielleicht nicht die Profs machen, sondern diejenigen, die vielleicht auch etwas sehr einfach darstellen können, gut darstellen können, schön darstellen können. Also da kommt auch die Ästhetik da mit rein. Und gibt es da irgendwelche Modelle, wo wir vielleicht einen Pool schaffen können, wo wir Leute trainieren können, Edutainment, dass sie es halt humorvoll rüberbringen, dass es Spaß macht, ihnen zuzuhören und so weiter. Ja, da kann ich nur einen Satz dazu sagen, ich weiß es nicht. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, was sachlich sagen kann, ist, manchmal heißt es ja dann doch, von Amerika lernen heißt siegen lernen, in Abwandlung eines anderen Spruchs.
Schauen Sie sich einfach an den Markt für wissenschaftsnahe Bücher. Ich bezeichne sie bewusst so, der aus USA kommt, in Deutschland übersetzt wird. Und schauen Sie sich denselben Markt von deutschen Autorinnen und Autoren an. Der ist sehr dünn. Das liegt aber auch daran, und da stimme ich Ihnen absolut zu, dass es gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften fast als Sakrileg gilt, sich allgemein verständlich und an ein breites Publikum wendend auszudrücken. Das ist leider so. Und da hat der Herr, der jetzt schon öfters genannt worden ist, ich spreche jetzt seinen Namen nicht mehr aus, Voldemort, der hat einfach eine Marktlücke gefunden. Sie können sich mit dem Anwalt jetzt mit ihm verbinden, aber Herr Fühler wollte auch noch kurz was zu sagen. Ja, also zu Herrn P. werde ich jetzt auch nichts mehr sagen, ja, sondern wegen dieses Bildungs- und Schulproblem. Also als in den 80er Jahren aufgewachsen, habe ich natürlich auch die Sprachlabors durchlitten. Ja. Da wurde uns dann auch die neueste Technologie präsentiert, die nach 5 Jahren schon wieder nicht mehr die neueste war. Ich kann nur davor warnen, dass man solche Rezepte irgendwie streut, wie jede Grundschüler muss ein Tablet haben oder so. Es geht nicht um die Technologie auf dem gerade neuesten Stand, sondern es geht darum, dass wir, und das haben wir in der Diskussion auch gemerkt, je mehr wir über künstliche Intelligenz nachdenken, desto mehr erfahren wir über natürliche Intelligenz und Kreativität. Und da anzusetzen und sich zu fragen, wie kann man in der Schule Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Kinder das entwickeln und auch kritische Distanz, aber gleichzeitig Wissenserwerb, das zu verbinden in einer sinnvollen Weise, das wäre irgendwie für mich eine entscheidende Frage. Gerade bei der Vorbereitung auf technologische Sprünge. Ja? Also wir sind ein bisschen hypnotisiert manchmal von dem aktuellen Gadget, dass man sich irgendwo anschnallt oder sonst was. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Sondern es geht um die Prozesse, die dieses Gadget zum die Bedürfnisse, die es bedient, ja, und diese Entwicklungslinien. Darüber müsste man dann nachdenken. Dann die andere Seite. Hat hier noch jemand eine Frage? Ich bin schon da. Genau. Also die Frage geht ein bisschen, funktioniert das? Ja. In dieselbe Kerbe, und zwar, also ich komme aus dem Bereich Computersicherheit, ich teste Dinge, die es erst morgen gibt, also ich bin da auf dem neuesten Stand und mache viel mit künstlicher Intelligenz, so lese mir alles an und bla bla. Ich habe so das Gefühl, dass viele in unserer Gesellschaft, mit dem Computer hat es angefangen, aber jetzt ist es noch viel, viel schlimmer geworden, gar nicht mehr verstehen, was es alles schon gibt und haben im Kopf immer 2025, 2030, 2050, hört man schon bei Elektromobilität, da denke ich so, nee, eigentlich schon gestern, sind es 0,01% der Menschen, die überhaupt noch verstehen, was schon alles möglich ist und ist es nicht irgendwie ein krasses Problem? Ist ein bisschen ähnlich wie die Frage davor, ich hoffe, ich wiederhole sie deswegen nicht, aber versteht noch jemand außer ein minimaler Teil der Menschen überhaupt, was möglich ist? Ich glaube, das ist wiederum bei Ihnen eigentlich besser aufgehoben, die Frage. Ich versuch's mal. Also ich würde insofern Ihnen recht geben, dass es notwendig ist, dass wir alle ein bisschen besser verstehen, was technisch möglich ist, dass wir es im Grundsatz verstehen. Aber schon auch als das elektrische Licht eingeführt worden ist, hat vermutlich kaum jemand auf diesem Planeten gewusst, wie der Strom generiert wird und wie er durch diese komischen Leitungen, die da überall rumgespannt worden sind, in den Raum gekommen ist und das den Raum erleuchtet hat. Das ist in arbeitsteiligen Gesellschaften auch nicht erreichbar und eigentlich auch nicht erstrebenswert. Denn da müssten wir Expertinnen und Experten für alles werden. Nicht nur für die Technik, die sie umtreibt, sondern für den Finanzmarkt, der ja auch Massenvernichtungswaffen in gewisser Weise vorhält. Mit irgendwelchen Cum-Ex-Geschäften und mit irgendwelchen Shorts and Longs und was immer auch das sein mag. Ich weiß es ja nicht. Wenn wir das alles im Detail begreifen wollten, und das sind jetzt nur zwei Themen, es gibt ja noch 100 Millionen mehr Themen, Klimawandel, Biologie und ich weiß nicht was der Dinge mehr, dann würden wir vor lauter Lernen nicht mehr dazu kommen, unser Leben zu leben und das Leben gestalten zu können. Aber so ein Grundverständnis davon, was möglich ist und auch vor allem, welche Konsequenzen erwachsen, das war, glaube ich, das, worauf Herr Vielhauer gerade abhob, in der Schule zum Beispiel den Kindern beizubringen, zu begreifen, diese Mechanismen greifen, wenn, ohne dass man genau weiß, wie dieser Mechanismus funktioniert. Das wäre schon wichtig, wenn das verbreitet werden würde. Dann darf ich noch ganz kurz. Es geht nicht wie es geht, sondern dass es schon geht. Ja. Aber dazu brauchen wir auch eine Beschreibung, die viele Menschen dann verstehen. Ja, genau. Und da würde ich das vielleicht verbinden mit der Frage vorher. Also ich sehe das wirklich als ein Imperativ an. Die Dinge so einfach wie möglich und so komplex wie nötig darzustellen.
Ja, und ich denke, an diesen Imperativ halten sich leider zu wenige. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das hat auch etwas zu tun mit einem lösungsorientierten Ansatz. Ja, Sprache ist nur ein Werkzeug zum Lösen von Problemen. Ja, und auch alles, was wir tun, ist Problemlösung. Also ich muss die richtigen Werkzeuge finden und ich muss versuchen, die Dinge so einfach wie möglich darzustellen, ohne dass ich die Komplexität das hängt immer von der Frage ab, die ich, oder von dem Problem ab, das ich lösen möchte. Habe ich ein sehr Detailproblem, dann muss ich sehr komplex herangehen. Habe ich aber ein allgemeineres Problem, dann muss ich nicht jedes Detail des Problems kennen. Ich muss nur gewissermaßen das eigentliche Schlossprinzip verstanden haben, ja, mit dem ich die Tür öffnen kann. Und das scheint mir wichtig zu sein. Das muss auch viel stärker gelehrt werden, meines Erachtens schon in der Schule. Dass wir nicht, also ich meine, heute ist doch die wesentliche Aufgabe, die wir haben können oder müssen, wir müssen Wissen selektieren können. Früher war es so, dass die große Aufgabe drin bestand, dass man das Wissen erstmal für sich generieren kann. Aber heute ist das Wissen der Welt eigentlich nur noch Mausklick entfernt. Was wir heute brauchen, ist die Fähigkeit, die wichtigen Informationen von den weniger wichtigen Informationen trennen zu können. Und wenn das besser vermittelt wird, auch über Medien und über Bildung, dann würden, glaube ich, mehr Menschen begreifen, was heute schon alles möglich ist und wo die Probleme bestehen, die wir jetzt zu lösen haben. Zwei Fragen haben wir noch, eine da hinten. Ja, Sie haben auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir im Grunde in der Schule anfangen sollten. Und der Herr Weber hat ja auch gesagt, alle Bereiche abdecken, aber eben auch die Schule, die man immer unterschätzt, weil die kleinen Kinder, nee, die haben noch keine Ahnung. Ich stelle also fest, dass jetzt unheimlich viel Geld in Digital 4.0 oder Arbeit 4.0, Industrie 4.0 reingesteckt werden soll. Ich stelle aber nicht fest, dass mehr Geld reingesteckt wird in Fächer, die sich darum bemühen. Das sind im Prinzip alle Fächer, Wirtschaft, Biologie, Physik und so weiter. Nur, das sind Leistungsfächer zum Teil und sie haben dafür eigentlich nicht so die Zeit. Das macht dann der eine Lehrer, weil er Interesse hat, aber der andere macht es halt nicht. Die beiden Fächer, die eigentlich auch dafür zuständig sind an der Schule oder schwerpunktmäßig aufgrund dieser Situation, das ist Religion und Ethik. Darüber wird aber gerne gelacht. Über die Religion sowieso und über die Ethik überhaupt. Und die findet nur zu 50% in der Schule statt. Alles andere fällt aus, man hat kein Geld, es ist kein Lehrer da. Die Ausbildung ist miserabel. Sie ist bei den Philosophen, die aber von diesen Dingen auch nicht die Ahnung haben. Menschenrechte, humane Nutzung von KI, da haben die Philosophen noch nicht so viel von gehört. Bis auf wenige Schmidt-Salomon vielleicht. Okay, ja, also das heißt, es wäre vielleicht vernünftig, diese beiden belächelten Fächer gegenseitig zu stärken, ne? Also Religionslehre hat zum Beispiel jetzt Medienkompetenz, ganz groß in allen vier Klassen ab Klasse 10. Ich habe mich gewundert, was hat das mit Christentum zu tun? Die wissen aber, was wichtig ist heute. Ne? Und das sollte man also beide Fächer stärker betonen als bisher und dann hätten wir vielleicht ab der Schule schon sowas wie ethische Kompetenz, ethisches Interesse, das kann man sehr spannend machen, weil man ja weiß, wie es in der Wirklichkeit oft ausschaut und was man da alles tun könnte, sollte und müsste. Ja, und ich stelle mir vor, die Kinder kann man dafür begeistern. Wir müssen es nur tun. Also alle Ethiker, die hier sind, Ethik ab Klasse 1, ab der Grundschule Klasse 1. Nicht erst in der Pubertät, wenn sie sowieso gaga sind. Ab erster Klasse. Ich glaube, das ist ein schönes... Hier vorne war noch eine einzige Frage. Es sind noch zwei Meldungen. Okay. Als Politikwissenschaftlerin würde ich jetzt auch Gemeinschaftskunde noch schön finden. nur mal so nebenher. Ich gehe mal noch nach hier vorne. Ihnen nochmal das Wort. Ja, das ist ganz lieb. Wie bereits durchdrang, auch aus meiner Sicht, es gäbe ganz viele Fertigkeiten, auch Kochen oder Nahrungsmittelkompetenz. Und dann könnte man weitergehen hier und da. Aber es gibt so wenig staatlich zentralisierte Reifeprüfungen bei uns. Es gibt im Grunde, sagen wir staatlich, religiös, Konfirmation, Kommunion, dann Abitur oder Schulabschluss, den Führerschein. Dann vielleicht noch einen Berufsabschluss, aber das war's dann auch. Wenn man jetzt einen Schein mehr, ich weiß, der deutsche Bürokratismus reibt sich schon die Hände, aber einen schon häufig zitierten Internetführerschein oder ein Zertifikat für Medienkompetenz, eventuell sogar noch analog zum Straßenverkehr gekoppelt, an eine Art Nutzerberechtigung. Oder man könnte auch mal drüber diskutieren in einer freien, liberalen
demokratischen Gesellschaft, dass nicht jeder, der in Internet sich einloggt, namentlich auch registriert sein müsste. Ich will nicht sagen, dass ich diese Meinung vertrete. Ich weiß nur, dass man mit dem Internet wesentlich mehr Schaden anrichten kann als mit einem einzelnen Kfz. Man kann Wahlen manipulieren und so eigentlich sogar die Geschicke der Menschheit indirekt zum Schlechten oder Guten wenden. Ich finde es beschämend, dass diese Thematik zu wenig diskutiert wird. Dann nehmen wir das mal als Schlusswort aus dem Publikum und machen eine kleine Schlussrunde hier auch angesichts der Zeit mit einem kurzen Satz. Herr Woltmann, bei Ihnen fangen wir an. Wenn Ihr Job demnächst durch eine Maschine ersetzt wird, was machen Sie mit der vielen freien Zeit? Ach, ich werde ein paar Ethikkongresse, denke ich, besuchen und mich so, nein, Spaß. Aber ich glaube, es ist ja schon vielfach durchgedrungen, irgendwie, dass ein Wegfall von Arbeitsplätzen jetzt nicht immer die unbedingte Folge ist von technologischem Wandel, sondern dass die Arbeitsbilder werden sich anpassen. Und ich glaube, es ist für etwas jüngere Leute vielleicht noch einfacher, sich auf neue Sachen einzustellen. Und also ich werde das finden. Und wir sind die hoffnungslosen Fälle. Das wollte ich nicht damit sagen. Wenn sich die Arbeitsfelder entsprechend anpassen, Herr Dr. Filler, wenn Ihr Job durch eine Maschine übernommen wird, was machen Sie stattdessen? Schachspielen und Barockmusik hören. Herr Professor Weber. Ich träume davon, eine Burg zu renovieren, aber die müsste ich mir dann erstmal leisten können. Herr Schmidt-Salomon, was machen Sie? Ich habe echt keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich... Nein, ich würde versuchen, das Leben noch mehr zu genießen, als ich es jetzt tue, wo ich von einem Kongress zum nächsten Kongress flüchten muss. Dann habe ich an Sie noch zwei Bitten. Die erste Bitte ist ein großes Danke an die Runde hier, dass Sie... Vielen Dank. Die zweite Bitte wäre ein großes Dankeschön an die Techniker, die Leute in der Garderobe, die Kollegin Anni, die heute hier auch alle mit dabei ist. Und dann hat André Schlusswort. Genau. Ich möchte auch noch zwei, drei Leuten danken. Zum ersten natürlich meinem Lieblingskollegen, einen meiner Lieblingskollegen. Sascha Blättermann, der ganz viel Zeit, ganz viel Energie in diese Veranstaltung gesteckt hat, der mit allen Podiumsdiskutanten, mit allen Menschen, die sonst noch hier beschäftigt waren, viele Vorgespräche geführt hat, der, finde ich, ganz tolle Moderationseinfälle gehabt hat und ich denke, da hat er einen ganz, ganz großen Applaus verdient. Ich möchte mich auch noch bei jemandem anders bedanken, und zwar bei Herrn Michael Mörike, dem, der Sascha hat es vorhin schon gesagt, dem Kopf eigentlich dieser ganzen Veranstaltung. Er hat vor gar nicht so langer Zeit, vielleicht waren es 3 Monate, gesagt, wir müssen da mal so einen Kongress machen. Nur einen ganz kleinen, Ethik und KI. Er wurde immer größer und heute sind wir alle hier. Ich denke, er hat auch einen ganz großen Applaus verdient. Ich möchte mich natürlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so lange hier durchgehalten haben, so lange auch wirklich interessiert dabei gewesen sind, dass Sie gekommen sind, und ich hoffe auch natürlich, dass Sie nächstes Jahr wiederkommen. Ich würde Sie bitten, vielleicht doch noch den Evaluationsbogen auszufüllen, gut nach Hause zu kommen, wenn Sie mögen, wie gesagt, auch vielleicht sich in einer Art Newsletter irgendwann anzumelden. Sie werden davon für uns Post bekommen. Vielen Dank, Herr Füllauer, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, Herr Schmidt-Salomon, dass wir es möglich gemacht haben, dass wir zusammen diese Veranstaltung gemacht haben. Möchten Sie noch was sagen, Herr Füllauer? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ein Danke am Ende ist immer gut. Ja. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Super, dass Sie eingesprungen sind. Ja.